Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gute meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer AK, heute mal wieder hinter der Kamera. Wie soll es auch anders da sein? Keiner will mich sehen, ist ja auch wurscht. Ja, heute geht's mal um das, ich sag's jetzt mal, erweiterte optische Tuning von der Tokio Marui Beretta M93R. Ja, hatte ich ja schon in dem letzten Video darüber gesagt, dass ich das nochmal ein bisschen updaten werde. Ja, alles dazu gibt's nach dem Intro. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichen an, und zwar, das sind ja schon die, wie im letzten Video angesprochenen, Griffschalen, die ich mittels Wassertransferdruck ein bisschen näher an die alten Griffschalen von meiner KSC Beretta M93R GBB näher zu bringen. Ich habe es natürlich auch schon online gestellt. Viele von euch werden es gesehen haben. Ja. Wenn da großes Interesse besteht, würde ich auch noch mal ein Video zum Wassertransferdruck für solche Kleinteile machen. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und dann noch was. Meine Abonnentenzahlen haben im Moment sehr stark zugenommen, was mich natürlich freut. Ich mache das Ganze natürlich hier aus Spaß und mit keinem kommerziellen Hintergrund. Ich freue mich natürlich, wenn ich Leuten helfen kann. Und vielleicht schaffen wir dieses Jahr sogar die Tausender-Marke zu knacken. Das wäre doch mal ein Ziel. Also empfehlt mich gerne weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ich da noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen würde. Und ja, so viel jetzt erstmal dazu. Vorab schon mal, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Das wäre super. So, wie gesagt, Griffschalen mit Wassertransferdruck. Der KSC-Version etwas näher gebracht hier mit so einem schönen Wurzelholz. Auf den Fotos sieht es besser aus. Hier scheint gerade der Blitz etwas drauf. Und ja, ich blende euch vielleicht noch mal Fotos ein, die unbearbeitet sind. Gut. Ja, ansonsten ist äußerlich hier seit dem letzten Video nichts mehr passiert. Intern habe ich es dann noch wirklich geschafft, dass im letzten Video angesprochen, dass Begadi Pro Hop-Up Bucking für AIPs zu verbauen. Da muss man allerdings sehr viel schnibbeln und dremeln, und ich baue das ganze Teil jetzt mal schnell auseinander und dann zeige ich euch mal, was ihr machen müsst, wenn ihr das bei Tokio Marui verwenden wollt. Gut, ihr seht jetzt hier den Innenlauf, den Inner Barrel mit dem Begadi Pro Hop-Up Bucking, für eigentlich gedacht für Syma IPs. Ja, ihr könnt hier sehen, ich versuche es so gut wie möglich euch zu zeigen, ihr seht hier so eine matte Stelle, die ist für die TM Hop-Up Unit doch etwas zu fett, ja, zu dick, sodass, wenn man die beiden Hop-Up Hälften fest miteinander verschraubt, dass es so zusammengedrückt wird, so, also ja, jetzt ist jetzt natürlich übertrieben dargestellt, aber es die Dichtlippe wird so press zusammengedrückt, dass keine BB mehr durchflutscht, und das Nozzle auch gar nicht mehr richtig ordentlich arbeiten kann, sprich es kann nicht mehr in die Lippen eintauchen. Ich habe mit einem Dremel und mit einem ja, Schleifpapieraufsatz bin ich hier einmal rund und habe das Ganze etwas schmäler gemacht. Und hatte ich im letzten Video, glaube ich, nicht gesagt, diese Nut hier, die ist bei TM-IPs, zumindest jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei anderen TM-IPs aussieht, aber diese Nut sitzt oben. Ja, wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, der weiß, dass eine solche Nut wie bei AIPs und VSR-Läufen auch eigentlich auf der Unterseite ist. Warum auch immer ist es jetzt hier auf der Oberseite. Ich nehme an, da wollte TM irgendwie was Spezielles machen. Ich habe keine Ahnung. In diesem Bucking ist natürlich auch eine solche Nut, nur natürlich ist die für Syma IPs ausgelegt und die haben diese Nut auf der unteren Seite. Das heißt, die Nut
Unten, die muss man mit einem Skalpell oder scharfen Messer, also richtig scharfen Messer, so gut wie es geht, am besten nahtlos abtrennen, ausschneiden. Und hier oben dann in dem Bereich wäre ja, da ist ja dann normal keine Nut mehr, was abdichten könnte. Da muss man dann ein bisschen hier Teflonband zusammenknüllen, so ein kleines Klümpchen und dann da reinpobeln. Und dann nochmal habe ich das Ganze zusätzlich nochmal mit Teflonband umwickelt und damit das alles schön dicht ist. Und zudem habe ich im vorderen Bereich, da wo der Inner Barrel dann drin sitzt, die hatte ein bisschen Spiel, habe ich auch nochmal ein bisschen Teflonband drum gewickelt, damit hier jegliches Spiel eliminiert wird. Ja, das muss ich jetzt dazu sagen, die TM-Buckings, die funktionieren auch so. Ja, also man muss es jetzt nicht unbedingt tauschen, aber was mir jetzt hier reichweitentechnisch aufgefallen ist und auch Hop-Up-technisch, die BBs werden hier zuverlässiger gehoppt. Also ich kann auch schwerere BBs bis ab 25,28, so 30er habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Okay, aber an der Joule-Zahl hat es jetzt trotz Abdichten jetzt nichts großartig verändert. Also ich bin immer noch bei stabilen 5, 0, ja, schon wieder 5,1 Joule, ja, genau. Nein, ich bin bei stabilen 0,51 bis 0,52 Joule mit eingestelltem Hopper bei Punkt 20 Gramm BBs. Bei Punkt 25 Gramm BBs lande ich in 0,49er Batsch-mich-tot-Bereich, also nicht so viel Unterschied, aber Hauptsache die FPS sind schön stabil und die Reichweite ist auch ordentlich. Die Kugeln fliegen mega geradeaus und machen am Ende halt so einen leichten Schwenker und dann fallen sie ab. 40, 45, vielleicht auch 50 Meter locker drin. Aber dann alles, was hinter 40 Meter kommt, ist natürlich schon Gießkanne. Kommt natürlich dann auch auf die BBs an, die ihr da spielen wollt. Ja, so viel dazu. Also kurz gesagt, das Pro-Bucking muss ein bisschen in Anführungszeichen bearbeitet werden, damit das hier alles vernünftig passt und funktioniert. Oh so, und dann kommen wir noch mal kurz zum Hop-Up-Arm. Da es hierfür ja leider keinen passenden Tensioner gibt und der Standard TM-Tensioner, der ist ja, ja, der ist halt so da. Der ist da. Der ist ausgelegt auch nicht für eine konkave Patchfläche, sondern der ist ausgelegt für eine konvexe Fläche, die also dieser Standard-Nubbel, den man halt auch bei AEGs hat, die die ein standardmäßiges Hop-Up-Gummi verbaut haben. Deswegen musste ich mir jetzt hier was einfallen lassen. Ich habe mir mit einer Heißklebepistole quasi im verbauten Zustand. Was ihr machen müsst, wenn ihr das machen wollt, ich habe jetzt leider nur so eine Heißklebepistole, die sehr dicke Heißkleberstreifen macht. Ist aber ganz einfach. Ich habe es mit dem Original TM Hop-Up-Gummi gemacht. Ihr dreht den Lauf quasi einmal auf den Kopf, dass das Hop-Up-Fenster nach unten zeigt und dann macht ihr hier so ein bisschen Heißkleber rein. Und dann drückt ihr den Hop-Up-Arm da durch und rein. So, dann habt ihr am Ende einen ausgefüllten Hop-Up-Raum, sage ich mal, wo der Hop-Up-Arm drin sitzt. Und die müsst ihr euch dann natürlich noch zurechtschneiden. Aber was der positive Vorteil ist, wenn man dieses Hop-Up-Pro-Packing verwendet, vielleicht könnt ihr das jetzt hier sehen, das ist ein bisschen frickelig zum Einfangen. Man bekommt dadurch auf dieser, ja, Heißklebefläche, die natürlich in Kontakt mit dem Hop-Up-Gummi kommt, einen konkaven Hop-Up-Tensioner, mehr oder weniger. Den müsst ihr euch dann noch ein bisschen zurechtschneiden. Das ist ja dann hier alles ausgefüllt. Dann nehmt ihr einfach ein scharfes Skalpell oder Cuttermesser und dann schneidet ihr euch das aus und dann ist es okay. Hat bei mir jetzt einwandfrei, super funktioniert. Wer natürlich keine Übung damit hat, der muss da ein bisschen experimentieren. Aber das ist
weder Hobbab-Gummi noch Hobbab-Unit nimmt dadurch irgendeinen Schaden. Es funktioniert einfach. Und ja, also meine BBs fliegen dadurch kerzengerade, machen am Ende halt einen kleinen Schwenker und fallen dann ab. Beim Marui Hobbab-Bucking ist es mir aufgefallen, da hat man doch schon öfters mal einen Dreher nach links oder einen Dreher nach rechts drin. Hier ist es jetzt komplett eliminiert. Die fliegen einfach geradeaus und wenn's windstill ist, ja, wenn natürlich der Wind geht, ja, ist halt dann auch dem Kugelgewicht geschuldet, dass die Kugeln nach einer gewissen Zeit, so nach ab 40 Meter, irgendwo links oder rechts abdriften. Aber wenn windstill ist, fliegen die Kugeln geradeaus, machen am Ende einen Schwenker und fallen dann ab. Ja, so viel dazu. Gut, und im letzten Video habe ich euch gar nicht den Akku gezeigt. Also, das ist jetzt hier der Tattoo-Akku. Den habe ich bei eBay bestellt. Wie schon gesagt, 7,4 Volt. 450 mAh mit 75C. Damit schaffe ich knappe 18 Schuss die Sekunde. Ist ein sehr cooler Akku. Der kam allerdings ab Werk mit einem XT-Stecker und ich habe die umgelötet auf Minidienst. Und ihr könnt sehen, ich verzichte auf diese Innenlaufblende, die ja eigentlich schwarz wäre, einfach aus dem Grund, dass der Akku ein bisschen dicker ist als der Amax-Akku, den ich zuvor verwendet habe. Ja, der passt einfach besser hier rein und dann muss man sich nicht so quälen, wenn man den rausholen will. Und ja, wie ihr seht, passt hier eigentlich wunderbar, wunderbar rein. Gerade mal gucken, habe ich hier. Eine Kugel drin. Und der Akku, der hält echt lange, muss ich sagen. Also bewundert mich. Gut, aber der Motor holt sich halt, was er braucht und scheint dann ein sehr guter, günstiger, leicht zufriedenstellender Tuning-Motor zu sein. Ja, und Zusammenbau auch easy. Gut. Safe. So, und jetzt kommen wir zu dem ganz besonderen Schmankerl. Der besagte Anschlagschaft, den ich ja auch schon bestellt hatte, da wo das Video rauskam, ging jetzt eigentlich relativ fix. Den habe ich bestellt bei Tiger 111 HK in Hongkong. Hongkong, ja. Ich glaube, der hat mich so 27 € plus Versand bezahlt. Nachverzollung war 1,67 € irgendwas. Egal, auf jeden Fall sehr günstig. Und für den Preis echt top verarbeitet, muss man sagen. Der ist von STTI, sprich KJW, hat ein Stahlanschlagschaft und das hier ist Aluminiumdruckguss oder Zinkdruckguss, irgendwas. Ist allerdings sehr schön gefinisht. Es mussten allerdings ein paar kleinere Arbeiten erledigt werden, damit er hier vernünftig dran passt, weil diese Beschichtung, dieser Lack, der hier drauf ist, der ist doch schon recht fett gehalten und ja, aber es ist schnell erledigt. Hier 10 Minuten, Viertelstunde Arbeit, passt ja auch an die Tokyo Marui. Ihr könnt hier sehen, das Teil war auch schwarz lackiert, beschichtet, wie auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein separates Teil ist, obwohl es mir so aussieht, hätte ich auch ausbauen können. Fällt mir gerade auf. Einfach hier die Mutter dann lösen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich habe das ein bisschen mit Schleifpapier bearbeitet, um ein ganz kleines bisschen, vielleicht 200stel, 300stel, mir Luft zu verschaffen, damit der in diesen Stockadapter hier reinpasst. Und zum anderen musste ich hier diese Nase etwas, ungefähr 2 mm kürzen, damit die hier in dieses Langloch passt. Da wird er nämlich fixiert und ich habe mir natürlich auch schon hier eine schöne Macke reingehauen. Deswegen habe ich das am Ende hier, nachdem ich fertig war, dann noch mit ein bisschen Schrumpfschlauch, ja, geschützt, damit das Plastik hier einfach keinen Schaden nimmt weiter. Gut, kommen wir mal kurz zur Funktion. Also ist ein Anschlagschaft für die Beretta M93R. Verwendung ist wie folgt: um den zu montieren, ihr müsst, der kam in diesem Auslieferungszustand, das hier festhalten, den Schaft nach vorne wegziehen und dann kann man das schon so aufklappen. War jetzt nicht beabsichtigt.
Und ja, dann geht man einfach hin. Man muss schauen, dass diese Nase hier, dieser Haken, die Verriegelung ist das, dass diese hinten ist. Und dann führt ihr den einfach so ein. Und dann müsst ihr diese, na, ja, Verriegelung, diese Nase, die riegelt hier hinten ein in diesen, in diese Aussparung, in diese Nut am Griffstück. So, fertig. Das war's. Der sitzt eigentlich so gut wie wackelfrei und man kann ihn wirklich sehr schön in den Anschlag nehmen. Ist super verarbeitet, ja. Also ich habe den auch genauso in Erinnerung, wie ich ihn damals für meine KSC hatte. So, das Besondere hierbei ist jetzt allerdings, der hat natürlich hier ein Loch für das lange Magazin. Das heißt, ihr könnt den auch bei Nichtgebrauch einfach wegklappen und könnt die Waffe dann aber auch so spielen, so oder so. Ja, alles kein Problem. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, aber es geht. Und Magazinwechsel geht natürlich auch weiterhin ohne Probleme. Ja, ich blende euch vielleicht gerade mal so ein bisschen unkommentiertes Bildmaterial ein, wie schnell man mit dem Teil arbeiten kann. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu, zu dem Schaft. Muss man ihn jetzt unbedingt haben? Nein, muss man natürlich nicht. Aber ich bin da ein sehr nostalgischer Mensch und ich denke, das geht der älteren Generation zumindest, die noch die KSC GBB hatten von diesem Modell, geht das genauso. Es gibt sehr viele Leute, die hatten sich auch so einen Anschlagschaft von KSC. Ich weiß gar nicht. KSC? Ja doch, den gab es auch von KSC selbst. Das macht für mich macht es die ganze Waffe einfach komplett. Ja, das gehört einfach dazu. Das Ding gehört einfach dazu, wie Arsch auf Eimer. So, Punkt aus. Vielleicht von der spielerischen Seite her, wenn ihr den Schaft im Anschlag habt, ist die Waffe sehr nah an eurem Gesicht dran und ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es fällt einem dann schwer, sich auf das Korn zu fixieren. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, im Airsoft spielt man eigentlich eher auf Sicht. Das heißt, man schießt und guckt, wo die Kugel landen und dann korrigiert man dann entsprechend, ne? Ist halt so. Ja, gut, so viel dazu. Wie gesagt, ich suche noch mal einen Link raus, wo ihr den kaufen könnt, falls ihr da auch Interesse dran habt. Okay, noch eine kurze Anmerkung dazu. Der kam sehr trocken. Ihr seht hier, ich habe hier ein bisschen Feinmechanikeröl reingemacht, damit die ganzen Teile ein bisschen geschmiert sind. Die gingen ab Werk ein bisschen störrig. Ja, muss man halt drauf achten. Aber ansonsten Pillepalle. Und ich habe am Ende hier, dass hier einfach nur so eine glatte Fläche wäre, die aus der Schulter rutscht, habe ich mir hier so ein bisschen Skateboard-Tape drauf gemacht, damit das einfach mehr Grip in der Schulter hat. Ja. Und halt die Bearbeitung für die entsprechend für die Toki Marui. Ansonsten sollte der eigentlich auch ohne Probleme an jede weitere GBB von KWA bzw. KSC passen. Gut. Nochmal, wenn es euch jetzt hier gefallen hat, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Empfehlt mich leider weiter. Ja, empfehlt mich leider weiter. Ich bin leider nicht auf Facebook und so weiter aktiv. Mein Instagram-Kanal, der schläft einen Moment auch so ein bisschen ein. Ich habe da einfach keine Zeit, keine Nerven für. Ich konzentriere mich lieber hier auf YouTube-Videos. Gut. Wie gesagt,
Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, wäre fein. Ich bin raus, macht's gut, hui Welle, allemal.